diesem wunderschönen Ausblick heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 4-3. Und natürlich nicht nur ich heiße euch willkommen zurück, sondern auch Point Man. Hallöchen! Bin auch wieder am Start. Der Null-Punkte-Mann. Ja. Mal stehend, nicht liegend. Genau, genau. Ich bin diese Folge wahrscheinlich richtig standhaft. Nicht. Definitiv. Ey, jetzt sammelt die schon wieder Punkte. Kaum die Aufnahme gestartet. Geh ins erste Haus. Ja, Punkte. Nee, Details hier. Oh, da liegt was Schönes auf dem Dings drauf. Oh, es gibt wieder einen Elektrotypen. Och nö. Och komm, hör doch auf. Oh. Wer denkt sich denn so eine Sache immer aus? Ich weiß es nicht. Oh, das bist ja du. Ja? Ich hab gerade auf dich geschossen, weil du den gerade übernommen hattest. Ja, ist nicht so schlimm. Schadet oh yeah! Nicht. Ich hab den Elektrotypi gerade schön. Was war denn das jetzt bei mir so schwarz? Warum ist das bei mir so ein bisschen schwarz-weiß wieder gewesen? Das kann sein, weiß ich nicht. Und. Oh, da hinten. Oh. Da hinten ist was Schönes. Ach, da ist ja ein Mac. Da ist ja. Ein Mac. Ich habe aber Angst davor. Angst davor, ob der gefährlich werden könnte für uns. Ich denke eher, der ist für uns, oder? Ich habe keine Ahnung, ob wir den nehmen dürfen. Ja, ich glaube, der Elektrotyp ist hin. Oh, 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 oh. Ja, das hat er gut gesagt. Verdammte Kacke, dachte ich mir gerade auch. Das ist überall. So, ich glaube einer noch. Keine Ahnung. Ah, Hilfe. Hab dich gerettet. Gut. Ja, danke. Point Man ist hier. Nicht mehr weiten, da wäre ein explodierendes Fass gewesen. Es hätte ganz schön ins Auge gehen können. Ich hatte echt Angst, dass die jetzt den benutzen, ne? Nicht wir. Nee, ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich damit über die Brücke, so wie das ja, ausschaut. Ja, denke ich auch. So, erstmal Munition einsammeln. Wobei, bringt eh nichts. Wenn das Kapitel vorbei ist, stürze ich wieder irgendwo runter und habe wieder nichts mehr. Wie immer. So, was haben wir hier noch? Hier ist ein Computer. Oh! Damit kann ich den, glaube ich, aktivieren. Jetzt kann einer den Mac nehmen. Okay. Ach so, du kannst den ja nur nehmen, wenn du einen Körper hast, ja? Ja, ich kann den nur nehmen, wenn ich einen Körper habe. Hallo, mein kleiner Freund. Du bist diesmal irgendwie... Du siehst viel mächtiger aus als der letzte. Ja. Der ist ein bisschen breiter geworden. Ah, und diesmal muss man auch hinten einsteigen. Alter, was ist denn das? Alter! Sieht schick aus. Wie mache ich das hier mit den Barrieren zur Sturm? Die da. Die da. Ja. Die. Ach so. Draufschießen, irgendwas. So. Danke. Ich dachte gerade, ich habe... Hab ich nicht noch irgendwie Granaten oder so? Oh! Ja, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ich nicht irgendwie noch von dir getroffen werde oder so. Oh, Peng! Peng! Peng, Peng! Ich gebe dir Rückendeckung, indem ich in deinem Rücken stehe. So, jetzt räumen wir mal auf hier. Aber das Schöne ist... Ah, da ist noch einer. Ja, und ich habe einen Körper. So. Ach, da oben steht einer. Alter, jetzt hat mein Mac übel Schaden bekommen. Wie meine einfach von alleine losgelaufen ist. So, warte mal, ich glaube, wir können doch hier aussteigen und noch umsehen. In die Häuser gehen, oder? Oh ja, da verliere ich meinen Körper, egal. Ach so, na bleib du ruhig im. Okay, hier geht's nicht rein. Ich glaube, das bringt nichts. Also hier kann man Nee. Nee, hier konnte man auch nicht rein. Das bringt also wirklich nichts. So, ich glaube, ich nehme mal den Raketenwerfer hier mit, der hier rumliegt. Falls wir nämlich gegen Mechs kämpfen müssen und einer von uns verliert sein Mech, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. So, weiter geht's, ne? Ich gehe mal links lang. Da sind auf jeden Fall irgendwo Gegner. Jo. Oh, meine Freunde. Jetzt wird hier aufgeräumt. Oh, da hinten, die Stadt geht ja völlig unter. Ah ja. So eine Geburt ist halt anstrengend, ne? Ah ja, mega. Also wirklich mega. Ich hab das jetzt nicht ironisch gemeint. Oh, da ist ein Heli neben dir.
Oh. Links. Hallo Heli. Wie machst du die Raketen? Mit E, mit G, wie so eine Granate werfen. Ah. Meine Hände sind überhitzt. Mein Mac ist gleich kaputt. Oh, ich hab Raketen. Ich muss jetzt wieder aufladen. Okay, er stürzt ab, aber mein Mac hat nur noch 19 Energie. 14. Meiner auch 100. Grisseliges Bild. Oh. Boah, wieder eine Wehe. Ah, Hilfe! Oh Mann, du warst so weit weg. Ich bin jetzt ohne Mac unterwegs, ist aber nicht so schlimm. Ich dachte mir nämlich die ganze... Oh nein, du musst unbedingt in den Mac rein. Hier kommen zwei Macs, die gegen uns kämpfen. Ja, das Problem ist nur, man müsste ein bisschen zurück. Ach shit! Oh nein! Und da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Huch! Ich bin runtergefallen. Ja, ich habe versucht hochzuspringen, da war so eine Lücke, da bin ich runtergefallen, bin baden gegangen. Ja, ich hab dich schön abstürzen sehen. Oh, mein Mac ist dafür repariert. Das ist ja schön. Ah, moin. Hat wenigstens etwas, ne? Nein, meine Hände müssen abkühlen, bitte schießt mich nicht an. Hilfe. Aber ich kann doch bestimmt auch hier unten runterkriechen, ne? Oh, ab, du scheiß Mac. Nee, ich kann dir leider kein Schild geben. Alter, was machen die für Schaden mit ihren Laserdingern? Ich weiß es nicht. Alter. Oh, das war ja eine nette Attacke. Okay, ich glaube, mein System ist überladen. Oh oh. Abschaltung steht bevor. Ich muss hier raus. Oh nein. Ah, Hilfe. Ah. Nicht mich fixieren. Oh, mein Freund. Oh shit. Die Kugel ging ja mal voll vorbei. Oh, dein Mac ist nicht mehr blau. Ja, jetzt, okay. Der ist erledigt. Und der Mac von dir ist nicht mehr blau, aber da ist noch irgendwer mit einem Scharfschützen-Dings. Ich glaube, der lädt sich immer wieder auf, wenn der seine volle Energie verloren hat. Ja, genau. Cool. So, ich glaube, da drinnen, der ist hin. Oh nein, schon wieder ein Helikopter. Ah, Hilfe, nein. Ah, ich will in den Zugwaggon rein. Nein, warum geht das nicht? Ich habe kurz Panik geschoben. Hier ist auf jeden Fall irgendeine Waffe und eine Granate, glaube ich. Warum wird denn der Himmel jetzt gerade so rot? Ich weiß es nicht. Hallöchen, Pointman ist hier. Oh nein, nicht schon wieder ein Mac. Nein. Bei mir Stille. Ich habe mich noch ein bisschen umgesehen. Du bist weggerannt. Ja, ne, ich aber ich ist in Ordnung. Ja, ich bin ja nur dein Bruder. Ich bin ja ein Geist. Ist alles gut. Hilfe! Ich habe nur 4 Leben. Ach so, du bist das. Ich dachte gerade, oh Gott, jetzt kommt ein Mac. Was soll das? Oh nein, kritisch, kritisch. Ich muss aussteigen. Also, falls du einen Körper haben solltest, du darfst auch, sag ich nochmal, den Mac. Ja, ja, das nutzen. Geht schon. Da ist ja noch. Da ist noch einer. Da! Noch ein einziger im Waggon. Er schießt auf mich. Da. Ah, da. Ich komme nicht hoch. Da ist er. Siehst du ihn? Nein. Oh, er tötet mich. Schnell, hol ihn dir. Sehr gut. Ach, Alter, ist das herrlich, wenn er lacht. Der Mac ist auch wieder voll aufgeladen, falls du magst. Nö, darfst du ruhig gerne machen. Ich will lieber nach Seelen gucken, die ich dir klauen kann. Ach schön, na klar. Ja. Wieder der Punkteabstauber, ja. Lässt mich hier schön die Drecksarbeit machen, ne? Oh, mit dem Ding eigentlich auch rennen? Nö. Ja, ist ein bisschen langsam. Vor allem, wenn wir die komplette Autobahn noch bis zum Ende müssen. Sieht so richtig schön aus. Ja, ja. Die zieht sich eine Weile, die Autobahn. Boah, da ist ein Panzer, ehrlich. Wollt ihr mich verarschen? Und deswegen lasse ich dich das machen. Du bist viel besser in diesen Dingen. Oh, ich bin getroffen. Schade, dass ich dir nicht Schutz geben kann, weil es ist so ein Schild, wie wenn du als einzelne Person herumläufst. Das stimmt. Schade eigentlich. Guck mal, dadurch, dass du die ganzen Leute tötest, weißt du, dann wirst du der Lieblingssohn. Ich wollte dir das auch das Gefühl mal gönnen. Na klar. Weil
du das ja noch nie warst, ne? Richtig. Ich habe noch nie die Anerkennung vom Papa erhalten. Eher von Mama, oder? Ich glaube, es geht doch um Alma. Ach so, ja, es geht ja um Alma. Ich habe noch nie die Anerkennung von Mama erhalten. Helikopter? Ja, ich wollte gerade sagen Helikopter. Mann. Das war... Oh, ich liege. Wo bist du? Hinter dir. Ach da. Ja, aber mach... Ich komme! Das hättest du ruhig den Heli noch machen können. Nee, nee. Nee, soll er uns beide töten. Einmal high-end. So. Danke. Oh, yes! Der Schuss war gut mit meinem letzten Raketenwerfer-Schuss. Ach, das ist ja noch ein Heli. Hab ich auch gesehen. Jetzt ist aber gut hier. Alter, was hält der denn bitte aus? Ja, ne? Schlimm. Jawohl, ich hab'n. Oh, jetzt ist er weg. Nice. Da hinten ist, glaube ich, auch ein Schiff, was untergeht. Ja, ne? Schöne Stadt. Oh nein. Da ist ein Körper. Ja. Oh. Jetzt. Ah, Hilfe. Jetzt geht doch. Oh, schön mit dem Raketenwerfer. Ja, ah. Nein, 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 bitte nicht. So, Freunde. Wir sind hier, um aufzuräumen. Einmal sauer, merkt das nicht. Alter, warum? Ich seh nix. Aufstieg? Oh, Gesundheit hat sich verbessert. Bei Stufe 8. Da ist noch ein Mac. Ja, auf der aber... rechten Seite. Ah. So, warte mal, lass die Zugbrücke herunter. Das Problem ist, ich habe keinen Körper mehr. Der hat sich gerade den Geist aufgegeben. Der ist natürlich blöd. Jo. Ich habe leider auch nicht mehr rechtzeitig irgendwelche Seelen einsammeln können. Alter, Alter, beruhigt euch hier drin. Schluss hier. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, viel lieb von dir. So, muss ich hier irgendwo den Strom anschalten? Ich muss ja irgendwo, müssen wir die Zugbrücke runterlassen. Mhm. Ich würde auf oben tippen. Oh. Oh. Schieß doch nicht immer auf mich, ich bin sensibel. Oh. Shit, aber ich vergesse das immer, dass du die Körper übernehmen kannst. Oh nein! Ich hab's wieder geklaut. Ist jetzt wieder getan. Das darfst du den Hebel betätigen. Bin ja nicht so. Oh, die Zugbrücke. Sie ist unten. Hey. Juhu! Ey, warum? Ich dachte jetzt schon, ich kann nicht... Na klar, Fallschaden gibt's auch. Na klar. Ich hatte ja so schon nichts aus, dann kriegst du auch noch Fallschaden. So, was ist hier an dem anderen schönen Häuschen? Nix. Ah, okay. Dann hole ich mir hier mal noch die Munition für den Raketenwerfer. Das ist nett. So, ach, du hast jetzt keinen Körper. Das ist natürlich doof. Jupp, jupp. Aber, mein Gott. Ich bin ein Geist. Oh, mich bringt so schnell nichts um. Ich bin ja schließlich schon tot. Okay. Ich bin anscheinend ein sehr schwerer Geist. Ich habe diese ganze Absperrung irgendwie geschafft, umzukippen. Nice. Weil ich versucht habe, drüber zu hüpfen. Ja, vielleicht sollte ich nicht vorlaufen. Na, da sind ein paar. Dahinter ist noch einer, falls du Bock hast, unter den Mac zu holen. Okay. Das ist... Oh, 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 oh. Dieser Moment, wenn du denkst, das bist, also, nee, das ist, bin nicht ich. Ja, habe ich auch gemerkt. Oh shit. Nachdem oh, ich ihn direkt angelächelt habe. Oh shit. Wenigstens konnte ich ihm noch einen Raketenwerfer. Eine ich hab ihn, eine ich Rakete. Hab ihn. Rein donnern. Wir sind frei.
fast da. Wir sind fast da. Ja, wir sind fast da und es klingt auch so danach, als wäre das Baby auch fast da. Ah, jetzt hast du noch einen Körper, sehr gut. Willst du den Mac noch holen von da hinten? Ich weiß nicht, ob das geht. Ob das nicht zu weit weg ist, weißt du? Na, noch sieht man ihn. Also wahrscheinlich geht's noch. Ja, ich meine unsere Verbindung zueinander. Ach so, na wenn nicht, komme ich mit. Bin zwar nicht der Schnellste, aber... Jetzt... Gib mir Mühe. Auf! Ich hab nicht mehr so viel für meinen Körper. Wenn du da drin bist in dem Mech, dann musst du nicht aussteigen. Also dann verlierst du den nicht. Nee. Ah, das ist aber cool. Okay, nice. Das ist ein Mech. Ja. Bye, wir sind die Mech Brothers. Gut, ja. Pass auf, jetzt Level ändern. Natürlich. Das wäre jetzt wieder schön. Scheiße. Hä? Ich hänge an dem scheiß Radio fest. So, Freunde, wir haben nur noch mal, wer hat noch nicht? Warum nee. Da mein Paar noch nicht, oder? Müssen wir jetzt hier wirklich... Komm. Hier wieder lang, oder? Ey, es ist wirklich das Levelende. Sah doch schick aus. Oh Gott, ich hab's doch geschafft, Lieblingssohn zu sein. Es tut mir leid. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab kaum was gemacht. Schön. Schön, einfach schön. Naja, was soll's, ne? Dann, ja, jetzt nochmal alles geben im letzten Kapitel wahrscheinlich. Wir waren jetzt Kapitel 6. Ja, Kapitel 7 müsste es dann sein, ne? Ja, Weltklasse. Ich würde sagen, das ist auch eine perfekte Stelle für den Part-Ende, denn natürlich. Wir sind bei 19 Minuten in etwa. Von daher, ich denke, das ist eine passende Zeit. Jupp, auf jeden Fall. Das lohnt sich gar nicht großartig, noch was dazu zu machen. Richtig, richtig. Also von daher, ja. Vielen Dank fürs Reinsehen. Genau. Daumen und so. Kanäle abonnieren und der Teil bitte in die Kommentare reinschreiben, dass wir nicht so viele Serien klauen soll. Ich danke vielmals. So, bis zur nächsten Folge. Bleibt schön gesund. Ciao, ciao.